Hallo liebe Freds, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe mich extremst auf den 17. Januar gefreut, denn seitdem ist die zweite Staffel von Sex Education bei Netflix streambar. Juhu! Für alle, die Staffel 1 gesehen haben, ich würde sagen, ihr könnt euch entspannen. Es ist mehr oder weniger alles beim Alten geblieben. Das bedeutet, Jean Milburn ist nach wie vor übergriffig und mischt sich viel zu sehr in das Leben ihres Sohnes Otis ein. Maeve kämpft sich zum Beispiel in die Schule zurück und Eric muss Otis überreden, überhaupt wieder Sexratschläge zu geben, aber dazu gleich mehr. Und ihr könnt euch neben den jetzt bereits von mir genannten Namen weiter auch auf Amy, Ola, Jackson, Mr. Groff und die Lehrer Colin Hendricks und Emily Sands freuen. Für alle, die die erste Staffel von Sex Education nicht gesehen haben, worum geht es? Es geht um den scheuen, unsicheren, pubertierenden und sexuell eigentlich total unerfahrenen Otis und seine Mutter Jean Milburn, ihres Zeichens Sexualtherapeutin, und darum, dass Otis seinen Mitschülern Sexratschläge gibt. Gegen Geld. Die Ratschläge liest er sich teilweise an und löst sie aber auch mit seinem ganz guten Einfühlungsvermögen. Der Ort, an dem Sex Education spielt, ist ein fiktiver Ort, Moondale. Der könnte so an ganz vielen Orten auf der Welt stehen. Alle tragen 80er-Klamotten, alle hören 80er-Gute-Laune-Mucke, sie fahren 80er-Autos, übrigens rechtsgelenkt, und trotzdem hat jeder ein Handy am Mann oder der Frau. Staffel 2 beginnt übrigens dort, wo Staffel 1 geendet hat, nämlich mit einem Orgasmus von Otis. Oder ich drücke es mal so aus: Otis bekommt gar keinen mehr runter, fließt bzw. läuft bei ihm. Er will eigentlich auch gar keine Sexratschläge mehr geben, aber an der Moordale Secondary, also seiner Schule, herrscht eine Chlamydien-Epidemie und da ist Handlungsbedarf angesagt. Chlamydien, alle haben sich angesteckt. Das heißt, die Vagina mit Bleichmittel einreiben soll helfen. Ich kann keinen Dirty Talk. Mein Sperma schmeckt nach Kimchi. Dieser Umstand führt dazu, dass auch seine Mutter Jean Milburn an die Schule kommt, denn sie soll den Sexualkundeunterricht überprüfen und aktualisieren und die Schüler fragen, welche Fragen sie denn überhaupt haben. Und so entsteht eine wunderbare Konkurrenzsituation, denn plötzlich stehen die Teenies mehr bei der Mutter vor der Tür an der Schule, denn bei Otis, was nicht sehr einträglich fürs Geschäft ist. Und darüber hinaus Otis total peinlich, dass seine Mutter jetzt dann doch regelmäßig an der Schule rumhängt. Guten Morgen, Moordale. Heute haben wir eine Expertin für die Sexualhygiene zu Gast. Ich bin hier, um ein offenes Gespräch mit Ihnen zu führen. Und zwar über S-E-X. Waren Sie nicht die Zucchini-Wichserin? Das ist überhaupt etwas Neues an Staffel 2, dass die Erwachsenen aber auf die Ebene der Teenies gehoben werden und dass auch ihre Ehe- und Sexualprobleme ein bisschen in den Vordergrund rücken oder zumindest genauso thematisiert werden. Wir erfahren also mehr über Mr. Groff und seine nicht funktionierende Ehe, über zwei Lehrer, die miteinander Sex haben, und auch über Jean und ihren Klempner Jakob. Natürlich sind auch neue Figuren dabei. Zuallererst Rahim, ein Filet, dem jede und jeder nachschauen. Angeblich Sohn eines saudischen Prinzen. Rahim macht allerdings ganz offensiv und eindeutig Eric schöne Augen. Die beiden daten sich. Mehr verrate ich aber nicht. Schaut euch am besten selbst an, was so alles mit den beiden in Staffel 2 passiert. Dann bekommt Maeve neue Nachbarn im Trailerpark. Ein Brüderpaar, einer davon Isaac, der mit körperlicher Beeinträchtigung im Rollstuhl sitzt. Isaac wird gespielt von George Robinson, der im wahren Leben nach einem Rugby-Unfall genauso im Rollstuhl sitzt. Das finde ich unglaublich kraftvoll und ganz toll und wunderbar, und überhaupt ist das eine große Gabe und ein großes, großes Plus von Sex Education im Allgemeinen, wie unverkrampft, wie leicht, wie offen mit Themen umgegangen wird, die schwer, unangenehm, ja, und vielleicht sogar auch peinlich sind. Dinge sind einfach, wie sie sind. Isaac sitzt im Rollstuhl, Jackson hat zwei Mütter. Es wird uns gesagt, seid wie ihr seid, empfindet wie er möchte, das ist vollkommen okay so. Und so wird auch genauso leicht an die sexuellen Themen rangegangen, an zum Beispiel das beste Gleitmittel beim Analsex, was, wie Jean Milburn zu berichten weiß, das auf Wasserbasis ist. Wie geht man mit Fetischen um, die die Freundin oder der Freund hat? Wie muss man sich eigentlich verhalten oder fühlen, wenn man überhaupt keine Lust auf Sex hat? Und, auch das finde ich ganz wunderbar, was ist bei sexueller Belästigung? Amy wird im Bus sexuell belästigt und die Serie sagt uns, anzeigen.
darüber reden, bloß nicht in sich reinfressen. Das alles wird getragen von einem wunderbaren Cast. An erster Stelle würde ich natürlich Asa Butterfield nennen, dessen Mutter übrigens wirklich Therapeutin ist, was ihm, wie er sagt, geholfen hat, an manche Szenen ranzugehen. Sie sind zusammen wohl die Drehbücher durchgegangen und so konnte er aus einem ganz anderen Blickwinkel manche Szenen empfinden und spielen. Was Laurie Nunn als Drehbuchautorin und ihre Kolleginnen und Kollegen leisten, finde ich wieder allererste Sahne. Und deshalb habe ich Sex Education super gerne geschaut. Diese Serie hat mir einfach Spaß gemacht oder macht mir Spaß. Wegen der Farbigkeit, wegen der Musik und wegen der Erinnerung an die geile Zeit, die es damals war, als man doch auch selbst sehr verpeilt war mit 16 und 17. Aber es war einfach auch eine super Zeit. Deshalb mein Urteil, Doppeldaumen oder, um vielleicht in Sex-Education-Sprache zu bleiben, Doppeldildo hoch. Wenn ihr die Serie mögt, schreibt es uns doch, warum ihr sie mögt. Ob ihr schon alle Folgen, die ganze zweite Staffel gesehen habt. Und wenn ihr dieses Video mögt, dann liked es irgendwie gerne. Und schaut überhaupt weiter rein bei fredcarpet.com, bei Streambar, bei den Streamingperlen und auch in allen anderen Rubriken. Ich sag mal, bis denne und viel Spaß beim Sex Education schauen oder vielleicht auch bei dem einen oder anderen umsetzen.